interessiert. Und als ich dann einmal gesehen habe, dass er ein Schnitzel serviert hat und seine Speichenfarbe von Unterlebe, einen direkten Weg hatte zum Schnitzel, da habe ich gesagt, okay, da gehe ich jetzt kurz mal nicht rein und werde auch nicht, glaub, nichts essen. Und dann hat es ein Ehepaar übernommen namens Knapp, die kam aus Hietzing. Die hatten dort irgendwas, ein Parkcafé oder so, und die haben das übernommen. Und die Frau Knapp, die haben auch sehr gut gekocht, und die Frau Knapp, die war so mütterlich. Und das war schon fast kriminell mütterlich. Als ich mal ein halbes Jahr nicht hingekommen bin, unrasiert war, ein bisschen übermächtig und graugesichtig, hat sie mich angeschaut: Sie! Warum sind Sie, wo waren Sie? Wo waren Sie? Und da ist mir nichts eingefallen. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, ich war im Gefängnis. Und dann hat sie geweint. Also es kamen ja wirklich Tränen raus. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt zu viel der Mütterlichkeit und das möchte ich jetzt nicht. Also das ist zu viel Umarmung. Und das war ja auch vorher das Thema, wie nahe darf ein Kellner, ein Gast kommen. Wenn das zur Mutter wird und sie Anteil nimmt und weint, dann ist das fast noch schlimmer als dieser Speichelfaden zu dem Schnitzel. Und dann habe ich Abstand genommen vom Café Jelinek und habe wirklich Angst gehabt vor Knapp. So ist sie, inzwischen ist sie auch nicht mehr dort. Wenn ich die Otto-Bauer-Gasse raufging, ein paar Mal raufgehen musste, habe ich sie hinter der Gardine gesehen, also wie sie geschaut hat, und ich habe immer erwartet, dass sie rausspringt und sagt: Sie! Kommen Sie sofort rein! Bin ich natürlich nicht. Und einmal war es tatsächlich so, und ich lüge nicht, es kam ein Lieferwagen, und ich musste die Otto-Bauer-Gasse rauf, und es kam ein Lieferwagen, und ich habe den Moment abgewartet, wo der Lieferwagen fährt, und ich hinter dem Lieferwagen hinterherlaufen konnte. Der hat sich raufgearbeitet, damit sie mich, Frau Knapp, nicht sieht. Also es ist ungelogen.